Jo, perfekt, bin da. Brauche Hilfe. Boah, die Switch-Aura, aber what the fuck? So viel zu, ich brauche Hilfe. Jo, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack. Wir spielen hier heute auf Hypixel mit Leon. Es geht. Und dem echten Ryze-Client mit einem wunderschönen Long-Jump, der sehr, sehr geil ist. Man muss nur tausende Sachen beachten, was ich gerade erstmal alles selber herausfinden musste, weil das natürlich nirgendwo einem gesagt wird und in Videos halt einem auch nicht erklärt wird. Deshalb, ja, ich erkläre es euch, der größte Ehrenmann erklärt euch alles, was ihr wissen müsst. Ihr könnt nur auf festem Grund oder wo mehrere Schichten Blöcke sind, halt longjumpen, weil sonst eure Blöcke ja weg sind und ihr dann aus der Luft longjumpt, was halt nicht geht. Deshalb baut ihr euch halt am besten auf so eine Insel, wo man zum Beispiel hier dann halt ist. Und dann könnte man von hier halt easy longjumpen. Und dazu darf auch nicht der Velocity an sein, weil sonst werdet ihr auch geflaggt. Und jetzt kann ich den Velocity wieder anmachen und bin hier easy beim Gegner. Dann kann ich mir auch noch beim Essen einen goldenen Apfel reingönnen. Kann mir hier ganz kurz eine Spitzhacke kaufen. Und oh mein Gott, jetzt kommt ein Sub-Sound, während ich am Aufnehmen bin. Egal, Terraria-Musik. Enjoy this. Ist mir vollkommen egal. Let's go. Und erstes Bett ist down. Perfekt, easy. Und dann ist der Fireball-Long-Jump auch richtig geil. Aber man muss halt, wie gesagt, tausende Sachen beachten. Am besten einfach vom festen Grund longjumpen. So. Breaker geht, wie gesagt, durch Wand. Du brauchst nur Tools in deiner Hotbar übrigens, ne? Falls dich interessiert. Ja, okay. Danke für die Info. Kein Ding. Und Speed wurde mir von manchen Config-Makern gesagt, kann wohl Silent Flaggen, also Stealth Alerten mit anderen Worten. Also müsst ihr wissen, ob ihr Stealth benutzen wollt, ja genau. Ob ihr Speed benutzen wollt, ist komplett eure Entscheidung. Und da sind wir auch direkt zum nächsten Bett easy hingelongt. Oh Gott, ich sollte den Long Jump ausmachen, Junge, ich werde hier so zu Tode geflaggt, Alter. Okay, der Breaker ist noch immer geistig behindert manchmal. Alles klar. Gut, Breaker bringt dir nicht so viel, würde ich dir schon mal jetzt nochmal sagen. Das ist gerade so wie ein Adapt, dass das kaum abbaut. Ich dachte mal, sie hätten es jetzt endlich gefixt mit einem neuen Update, aber scheint halt nicht. So. Ah ja, stimmt, ich muss mir Fireballs kaufen, da war ja was, ups. So. Ein Eisen brauchen wir noch, dann können wir uns einen kaufen. Und ich bin gerade auch ultra am Laggen in der VPN, also falls hier irgendwas mal rein versagen sollte, dann liegt es an meiner VPN. Leon kann das bezeugen, der hat mich die ganze Zeit auch in Discord rumlaggen. Es tut mir auch schon mal leid im Voraus. So, da kann ich auch wieder richtig easy rüber longjumpen. Sehr, sehr geil. Oh Gott. Schnell das hier ausmachen. Ah, das bist du. Ja, okay. Warst du auch gerade wieder auf einen neuen Fireball oder wie? Bis dahin haben. Oh ja, das wäre nett. Geil, Alter. Sehr geil. Auto-Disable wäre vielleicht auch noch schlau in dem Long Jump anzumachen. Hoffe mal, dass es das dann auch richtig macht. So. Lass mal dahin bauen und dann zusammen dahin Fireballen von der Mitte aus oder so. Jo. Ah, von hier, von der Insel können wir perfekt eigentlich. Velocity ausmachen. Perfekt. Hat Auto disabled auch perfekt. Sehr nice. Bett ist eh schon weg. Sehr nice. Ich kaufe mir kurz goldene Äpfel und so ein Shit. So. Oh jo, hier war richtig viel. So. Aber natürlich nicht Eisen viel. Schade. Tower gibt es natürlich auch. Tower ist auch ziemlich gut. Also echt sehr, sehr geil. Wie du einfach gar nicht am Reden bist. Man merkt, wie du richtig tot bist und richtig müde. Ich bin sehr konzentriert zu diesem Spiel. Leon ist einfach, wird hier einfach gequält. Ist am Schuften für Internet-Cheats und muss dann auch noch mit mir aufnehmen. Ich bin so am Reinlegen. Ich sehe alles am Rumteleportieren. Alles teleportiert sich um mich rum. Geil. Dich sehr, sehr geil. Ich wurde nach hier oben gefireballt.
komme nicht mehr runter. Das wird mir schon stinken. Was heißt überhaupt nach oben gefeiert? Aber hä? Wie? Wo bist du? Siehst du mich? Ach, hier da oben. Ach du Scheiße. Ich bin da hochgeschlungen, Mann. Ich hab mich da hoch. Junge. Ich wollte das nicht. Allein hier im Shop sieht man übrigens, wie ich richtig am Laggen bin. Das ist Pain. Das sind wirklich starke Schmerzen. Ah, guten Tag, der. Dich gerettet. Jo, Mann. Junge, wie die einfach die Burgen benutzt haben, das Burg-Item. Pass mal auf, ne? Bist du gestorben? Okay, ja. Nice joke. Ich hoffe, der Breaker macht irgendwas. Okay, nein, der Breaker macht nichts. Oh Gott. Boah, die Kill-Aura. Boah, die Kill-Aura ist so gut. Okay, ich hab's bad. Geil. Na, easy. Oha, die Kill-Aura funktioniert richtig gut in der Config. Muss ich auch mal Lob für aussprechen. Aber bitte fix mal den Breaker, Adam. Ich weiß, du verstehst mich eh nicht, aber du hast einmal mit Untertitel mein Video geguckt. Bitte fix deinen Breaker, das ist zum Kotzen. Aber der Fireball Long Jump, gute Sache. Auch wenn man 1000 Sachen beachten muss und man vielleicht so automatisch den Velocity ausmachen könnte und so. Das sind alles Sachen, die man in seinem Client so automatisch machen könnte, aber naja. Gut, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So sind wir dann jetzt in der zweiten und letzten Runde wahrscheinlich. Also bei Duas Runden sind ja immer länger. Und ich habe absolute Scheiße gelabert, man kann den Velocity anlassen. Wir hatten das gerade nochmal getestet, das tut mir leid. Nur ein bisschen den Client getrashtalkt, aber auch nur ein bisschen. Von extra so gesagt, ja, das kann man ja mal besser machen und so. Das ist ja nicht so schwer. Und dann ist es einfach genauso. Ja, gut. Machst du nix. Aber ich will doch nur was trinken. Mein Trinken sprudelt einfach über. Aber trotzdem dauert es wieder hier einfach Jahre. Dann braucht man auch noch Blöcke, um sich ein bisschen in die Richtung zu bauen. Oh, die kommen einfach schon. Die kommen. Also ganz langsam und beständig kommen die. Oh ja, die sind genau jetzt da sozusagen. So. Aber ist ja nett, dass er zu uns baut. Weil dann müssen wir das nicht mehr zu denen machen. So. Wo hat er sich hingebaut? Hä? Hier. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, einfach von der Insel rüber zum Bedlong jumpen, sagst du? Jo. Es hat nicht geklappt. Wahrscheinlich wegen Treppen oder so. Keine Ahnung. Bist du da? Runtergeflaggt vom Longjumpen. Also genau das gleiche wie bei mir wegen der Treppen wahrscheinlich. Okay, neues Update. Man darf dazu auch nicht auf Treppen oder Half-Slabs sein, sondern es müssen wirklich ganze Blöcke sein. Und da will direkt... Und nicht am Ende vom Block stehen. Ja, und auch nicht am Ende vom Block stehen. Man muss ein paar Sachen beachten. Aber rein theoretisch ist der Bypass echt cool und geil und cool und coole Kiste. Aber, naja. Man könnte es schon irgendwie ein bisschen besser machen, dass so welche Dinge nicht passieren trotzdem. Vielleicht so ein paar Safe-Checks einbauen, was weiß ich. So. Die haben ihr Bett ja wenigstens nicht so hart eingeschwitzt. Digga, hat der einen Hitler-Skin? Bruder, was sehe ich hier? Hinter dir übrigens, hinter dir töte immer. Ich weiß, du fühlst dich von Hitler angezogen, aber muss ja nicht sein.
Bitte. Hallo? Mann, warum? Ich will doch einfach nur schneller Sachen bekommen. Ich will Fireball kaufen. Hast du Eisen für mich? Okay, ja, komm, ich nehme Blöcke. Ja. Kauf mir Blöcke dann. Ja, ja, ja. So, Fireball und egal, ich droppe dir einfach die Sachen so zurück und hier hast du noch ein Eisenschwert. Also Gold für ein Eisenschwert. Ja. Dann warte ich aber trotzdem auf dich. So. Ah, ich hoffe einfach, dass es klappt. So. Ja, perfekt. Ah, ist einfach AFK, sehr geil. Oh. Hat der Breaker was gemacht? Oh. Oh. Sehr geil. Ja, dann lass mal. Ah, ne, der ist noch gar nicht tot. Okay, jetzt aber. Ja, dann lass mal nochmal auf den Fireball warten kurz. Hast du Eisen nochmal? Das hast du nicht gesehen, oder? Nee, ich sehe dich auf dem ESP irgendwie nicht. Weil ich dich als Friend geadded habe. Weil, was ist das? Okay. Will ich wissen, was da passiert ist? Nein. Okay. Mann. Dann halt nicht. Ja, gleich wieder da. Okay. Ja, ich muss hier eh 3 Stunden auf einen neuen Fireball warten, also. In der Hinsicht mache ich mir erstmal mal meinen Joint an. Lange Zigarette. Es braucht wirklich 1 Stunde auf den Fireball zu warten. Hm. Stimmt, zu zweit warten. Doppelt so schnell. Ich kann es ja dann immer nicht reindroppen. Oh. Weil ich bin ja der Aufnehmer-LP. Acht noch. Okay, perfekt. So, Eisenschwert und ein Fireball. Und let's go. Erstmal wieder kurz hier ausmachen. Ich möchte mich aufs Spielgeschehen konzentrieren. Soll ich mich darüber fireballen? Lohnt sich das? Oh, das scheiß drauf. Kommst du nach schnell? Hast du Tools oder? Ah, die hatten kein Bett mehr. Lol. Okay. Ist gut. Oh, aber die hatten Equipment direkt für ein. Oh, es laggt so rum, alles teleportiert sich. Hilfe, Hilfe. So, direkt nächster Fireball. Brauchst du Eisen? Ich hab hier zum Beispiel Eisen, kannst du eine Eisenrüstung kaufen, so. Ich kauf mir Tools. Nee, kauf dir eine Eisenrüstung, ihr habt hier so viel Eisen gedroppt. Boah, Junge, mein VPN scheißt gerade richtig rein. Hilfe, 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 Hilfe. Oh Gott. Nee, es laggt so hart gerade, das ist richtig schlimm. Soll ich mich sonst bauen? Naja, ist gut. Ich bin ja nicht über ein Void, das ist nicht schlimm. Da fireball ich mich, glaube ich, einfach wieder hin. I guess. Jo, perfekt, bin da. Brauche Hilfe. Boah, die Switch auch aber. What the fuck? So viel zu, ich brauche Hilfe. Oh. Ah, der Breaker hat was gemacht. Geil. Ja, ja. Junge, Alter, richtig gut. Aura, da war schön geklickt. Also wirklich, da muss ich wirklich ja richtig Lob für aussprechen. Das ist ja wunderschön. Kannst du mir wieder ein Eisen droppen? Ja, wenn du mir ein bisschen Gold droppst. Ja. So eins. Ich kann dir genau 6 geben. Kannst du dich nochmal ein bisschen. Ah, nee, ich brauch nur noch 3, alles gut. Unser Bad wurde übrigens von den letzten Blauen zerstört. Das ist sehr frech von denen. So, golden Apfel, ein Fireball. Perfekt. Und einen golden Apfel noch. Habt ihr einen gedroppt gerade? Aber ich hab
3, aber dann habe ich noch einen 4. weil braucht man bestimmt. Ich habe auch 3, okay. Okay, let's go. Ich gehe einfach. Ah ne, die sind ganz da hinten erst. Dann müssen wir uns erstmal ein bisschen bauen. Aber ich muss sagen, so Scaffold Walk, Speed, ich benutze ja Speed übrigens die ganze Zeit. Ich werde nicht gebannt, es funktioniert alles perfekt. Also, ich glaube eher, Speed ist für Skywars am Silent Flag, nicht für Bad Wars, weil Bad Wars hat ein bisschen nettere Einstellungen. Okay, mach dich bereit zum Rüberbauen, ich fireballe. Boah, ist das geil. Das ist so gut. Was ist das Bett? Oh, Combreaker. Ja. Ich halte die so lange ab. Oh Gott, ich sterbe gleich. Ich lagge. Oh Gott. Macht Breaker nichts? Ich darf einfach nichts abbauen. Ich darf nichts abbauen. Dann töt du die mal kurz, ich bin low life. Sehr schön. Sehr schön. Let's go. Halbes Herz. Alles geplant, alles perfekt, einkalkuliertes Timing mit freundlichen Grüßen. Ja, und vielen Dank fürs Aufnehmen, Leon. Vielen Dank für die Schmerzen um 4 Uhr morgens. Ich meine, wir mussten nämlich 20 Minuten testen, um herauszufinden, wie dieses Modul funktioniert. Und dafür kann der Coder ja natürlich nichts. Aber man könnte schon den Usern ein bisschen mehr Info geben, wie ein Modul funktioniert, wenn man einen Changelog raushaut. Aber alles andere, super Client, mega flawless funktioniert, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr den kaufen wollt, ist in der Beschreibung verlinkt, Junge. Lasst einen Kommentar und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Kauft die Turtle Cheats Sachen, sind auch super. Ciao, ciao.